Jetzt viel Vergnügen bei diesem Ausschnitt aus Sherlock Junior. Ich sage Licht bitte aus und Film ab! Offen. Der schöne Wandtresor ist offen. Der Vater fragt, ob er die Kette ungefragt genommen hätte. Jemand hat die Perle gestohlen. Er stampft auf seinen Ledersohlen sofort zum Fernsprechapparat. Hinter der Verbrechertat steckt der Salonlöwen Schlawiner und sein Komplizenhafter Diener. Meine Perlen sind hinfort. Wir brauchen sie vor Ort. Sofort. Hast du gehört, wer der gerade rief? Er holt den größten Detektiv. Oh mein Gott, stell dir nur vor, es kommt Sherlock Junior. Machen Sie Ihr Haar nicht fällig. Folgen Sie mir unauffällig. Der Sherlock hat doch jeden erwischt. Der Butler in der Hose fischt. Für solche ganz besonderen Fälle habe ich besondere Billardbälle. 13, 13, ganz ident zu 13, wie sie jeder kennt. Soweit alles normal? Jo, dann schauen wir mal. Es hat gekracht. Das war der Ball. Vorsichtig! Das war Knall. Wow. Ihr habt noch was. Hier kannst du sehen, ein edler Sessel, sehr bequem. Setzt sich Sherlock auf das Weiche, wird er durchs Hacker da zur Leiche. Sie hängen die Axt wieder hin. Die Klingel macht plötzlich Dom-Ding. Bereit ist jede Todesfalle. Die Tür geht auf, es kommen alle. Das kriminologische Genie, das Fälle löste durch Magie. Der Schrecken für das schrecklich Böse, er steht da in voller Größe. Der Gauner keift sich an den Kragen. Keiner wagt, etwas zu sagen. Alles steht, die Standuhr tickt. Jeder auf den Meister blickt. Er löst sich stumm von der Betuchung und beginnt mit der Durchsuchung. Er muss nicht in den Taschen wühlen, es reicht ein Blick in die Pupillen. Er wirkt zwar manchmal klein und schmächtig, doch jeder hier ist sehr verdächtig. Man sagt, er sei ein Soziopath, doch er studiert die Menschen hart. Er schaut noch mal genauer. Und schon wieder ist er schlauer. So, dann geht Sherlock Junior hin zum Tatort, den Tresor. Also, die Kette war da drin. Bitte, bitte, das hat keinen Sinn. Erklären Sie nichts, Ihr Schweigen reicht, dieser Fall ist längst zu leicht. Da sinkt der Vater auf die Knie. Dieser Mann, was ein Genie. Sein Denken macht den Kopf schon schwer. Bitte sehr, danke sehr. Er setzt sich, Blut spritzt und er schreit.